Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Skyrim Legendary Edition. Ja, und hier in der Bar sagen wir dem Meoga, dass wir alle Hinweise haben. Ihr hattet recht, Bella hat im Rücken des Gesichtsbands einen Hinweis hinterlassen. Sie hatten tatsächlich einen Hinweis in einen Baumstumpf eingeritzt. Die Reihenfolge war... Und nun? Abend! Sind hier eigentlich noch irgendwelche Leute, die ich beklauen kann? Alter, was? 400? 0%, das ist gut. Das ist super. Alter, 15%. So, ich mach's einfach, probier's einfach mal. So. Es hat geklappt. Ja, noch ein paar Versuchen. Oh, jetzt war, kann ich nicht beklauen. Naja, gut. Ja, ich habe gerade 400 Gold geklaut. Das. Ja, gut. Ne? Also, ja. Das. Also. Sag ich nichts. Ne? Es ist schon. Ja. Wie seid ihr dahergekommen? So. So. Ja, stell dir vor, du hättest mit Tamriel gesehen. Eieiei, das soll mal der Hammer sein. Eisenfurz-Schlosserei. Nein. Ich will das mal. So. Hat's geklappt? Plus 3 Handwerkskunst, plus 3 Schlösser knacken. Nee, also Schlösser knacken. Ja, selber danke für den Schlüssel. Ciao. Okay. So. Ja, habe ich nicht. Okay, habe ich doch richtig gesehen. Ich wäre 951, das ist unfassbar.
So, ich würde sagen, wir machen die nächste Quest, ne? Gesucht in Ark. Den Wildmagier Bertulus den Schlitzer zur Strecke bringen. Das wird getan. Wird gefordert, wird getan. So einfach funktioniert das bei uns. Was jemand möchte, machen wir. Und dann gucken wir, was die beste Lösung ist. Nicht für uns sofort, sondern im Gesamtbild. Wie bei dem Schwert, was wir vorletzte Folge bekommen, oder wann das war. Da wären die 500 Gold, wären schneller für uns gut gewesen. Ich habe aber das Schwert genommen und somit einfach ein starkes, mega starkes Schwert bekommen. Anderes Alte, glaube ich. Ja, ich komme. Ja, Post ist gerade da. Wow, so geht Qualitätscontent. In der Folge einfach mal ein Paket von Hermes annehmen. Okay. Joa. Ja, wie gesagt, ne, so geht Qualität. Kennt man ja.
Uah! Alter. Meine Güte. Habe ich mir ein bisschen erschrocken. Oh. Was haben wir hier? Die Felsenzuflucht. Gut. Was müssen wir hier machen? Ach, den Weltmagier Bertolus töten. Oh mein Gott. Sorry. Okay, hier ist nichts von Wert. Morgen. Die Robe ist was wert. Immerhin. Eieiei. Alles. Sie können doch gar nichts. Das ist doch irgendwie unfassbar. Was ist das denn? Aua. Eieiei. Na. Meine Güte. Wenigstens bringen die Roben Geld. Oh. Aua. Oh. Ausdauer. Da ist noch eine Tor. Das lohnt sich, glaube ich, eher nicht. Hier oben ist eigentlich auch nix. Korundum-Erz, doch. Ihr könnt es nicht benutzen, während ihr kämpft. Ich kämpfe doch gar nicht. Hallo? Es ist ein komischer Kampf. Wo geht's weiter? Oder muss ich das Tor nutzen? Na. So. Scheinbar muss ich es. Ja, hallo. Ich gehe mal weiter, ne? Ich werde es mit maximal 3 Dietrichen versuchen. Okay, dann lade ich neu. Okay. Immerhin. Morgen. Gut. Das war eher schwach. Komme ich hier raus? Hilfe. Komme ich hier raus? Oh, hi. Hi. Ups.
kann ja noch mehr mitnehmen, ne? Weil, guck mal, ich gehe doch jetzt eh wieder zurück in die Stadt, verkaufe wieder den ganzen Code, den ich habe. Ja, aber ehrlich. Was dachtest du? Ich hab's leider nicht verstanden. Also, irgendwie müsst ihr mit mir vernünftig reden. Ich verstehe euch so schlecht. Oh, Groschen. Eimer, was habe ich hier? Schlammmorchel. Ein Sack mit Weizen. Okay, noch mehr Schlammmorcheln. Hallo. Bring mich trotzdem nicht weiter auf den Weg, wohin ich hin muss. Oder doch? Weiß ich es einfach nicht. Oh, ein Apfel. Ist tatsächlich nicht sinnlos. Sinnvoll. Ja. Ich nehme uns jetzt alles mit, weil ich werde alles verkaufen. Oh, ein Dietrich. Das hätte ich tatsächlich wirklich direkt mitnehmen können. Groschen. Ah. Tränke, Laternen, Kelche. Trommeln. Man muss sich ja schon zu helfen wissen, ne? Wenn man so kämpft. Da kann man auch mal jeden Scheiß verkaufen. Weil das Ding ist, wieso sollte ich nicht... Ich gehe jetzt in die Stadt, gebe die Quest ab, dann ist möglichst wieder Tag. Da verkaufe ich einfach den ganzen Schrott gleichzeitig noch mit, kriege ich vielleicht 50 Groschen oder so, aber 50 Groschen sind 50 Groschen, ne? Was soll ich dagegen sagen? Geld ist Geld. Ach so, ich hol das direkt hier ab. Ach so. 170 Groschen. Marlus war ein blinder Passagier, der sich auf einem Schiff versteckte, das aus Nerem kam. Er wurde am Hafen entdeckt, überwältigte die Kapitänin des Schiffes und ermordete auf seinem Weg durch die Stadt drei Rekruten. Ich muss ihn töten, um das Kopfgeld zu kassieren. Für seine Ablehnung sind 203 La Groschen ausgeschrieben. Mache ich. Natürlich. Gerne. Oh. Habe ich wieder doppelte Bücher? Nein. Tatsächlich diesmal nicht. Aber ehrlich. Es geht so gar nicht, wie es jetzt ist, ne? Es geht so gar nicht. So, der Bankier ist nicht da. Oh, toll. Wo muss ich hin? Wo ist mein Schließfach? Benötigt den Schlüssel, Meister, Meister, benötigt den Schlüssel, Meister, Experte. Ja, sag mir, wohin ich schreite. Dann zahle ich auch gerne was ein. Oh. Ich kann gar nicht einbrechen. Will ich aber auch nicht. Tresortür da. Oh, ist leer. Öffne die Tresortür. Ja, nix einzahlen. Ich würde gerne was einzahlen. Gibt's hier nicht so Geldautomaten? Schade. Ich brauche ein Bett, um zu rasten, ja. Das ist richtig, aber... Ich will ja nicht rasten. Eigentlich nicht.
Kann ich das? Ist eigentlich auch nicht schlecht, ne? In den Schalterraum von der Bank kommen. Oh. Okay, und der nächste Versuch. Wo ist die Musik? Oh. Weiß keiner. So, was haben wir hier? Oh, Groschen. Jetzt erwartet er der Bank. Oh, eine massive Truhe. Noch mehr Groschen. Ein goldener Kelch. Gut. Hallo. Einnahmen. Noch mehr Einnahmen. Ja, Amethysten. Oh. So, Geld, Geld, Geld. Wir alle brauchen Geld. So. Marktplatz, Meister. Öffne Tür. Wer ist dahinter? Hier ist nichts, hier ist nur Essen. Honig, Nuss, Zopf, Tomate. Nichts, was ich jetzt übermäßig gut gebrauchen könnte. Bisschen zum Heilen, ja. Oh, hallo? Was habt ihr? Bankschlüssel. Oha. Ich habe einen Bankschlüssel. Gut. Hier sind Goldbarren, Pokal. Okay. Das ist der Bankier, ne? Yo. Kann ich nicht mit anfangen. Umbringen werde ich ihn auch nicht, weil es bringt mir nichts. Schmuckschatulle. Okay, ja. Ist alles nicht so. Nee, brauche ich alles nicht so sehr. Morgen. Ist alles normal. Was hier ist, alles ganz normal. Nicht wundern. So. Und ich würde sagen, wir machen jetzt einen Cut. Bis zur nächsten Folge und tschüss.